So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Luigi's Mansion 3. Wir sind hier auf dem... Oh, hi. Dem Piratenschiff, wo wir in der letzten Folge den Bosskampf bestritten haben, also Hauptbosskampf. Da haben wir in der letzten Folge diesen gelben Tod befreit. Auch den letzten wohl bemerkt. Jetzt sind nur noch Mario und Peach. Mal schauen, wie das laufen wird. Aber auf jeden Fall haben wir uns hier noch nicht komplett umgeschaut. Bezüglich auch einer Schatzkarte, die hier zu sehen ist, die was von einem Schatz erzählt. Hinten bei der Insel. Werden wir uns auch mit Sicherheit in der Folge noch anschauen. Aber ja, schließlich haben wir auch noch andere Juwelen da auch noch zu finden. Also ja, haben noch einiges zu tun hier. Aber sonst können wir eigentlich auch schon zur nächsten Etage. Nämlich der 13., wenn mich nicht alles täuscht. Also wir sind schon ziemlich weit gekommen. Fehlt nicht mehr, gar nicht mehr so viel. Kann man da wieder rankommen? Achso, warte. Wir haben den Tod nicht umsonst hier am Start. Okay, da sammelt sogar alle, extra alles ein. Okay, danke. Aber sonst zu weh ist hier nichts, ne? Nee. Habe ich ja leider gehofft, dass man hier das Schiff erforschen kann, aber wie es aussieht, ist es leider nur der Bossraum. Sehr, sehr schade auf jeden Fall. So, und von dem Schatz ist irgendwo was von der Rede. Ist hier irgendwo hinten die Rede. Ich muss sagen, muss ich noch ein bisschen weitergehen. Okay, das war ein kurzer Bug. Yeah! Das war ein kleiner Bug. Noch einmal falle ich ja wohl nicht drauf rein. Okay, ich bin ein bisschen verzögert. Was haben wir hier? Ich glaube wohl nicht nur die Perle, oder? Ja. Juwel, oder? Ja, Juwel. Wo hab ich den Toten geschmissen? Lol. Ich glaube, ich habe ihn außerhalb der Map geschmissen und der ist respawned. Oh, hi. Das war ein richtiger Fail, würde ich mal sagen. Das tut mir echt leid. So, was fehlt da eigentlich noch? Drei Juwelen, ach du Scheiße. Aber wir können doch jetzt einiges in der Piratenbucht da machen mit dem Toad. Gibt es einige Orte, wo wir nur, wie es aussieht, mit ihm rankommen. Und hoffentlich auch an einige Juwelen, denn ja, wie gesagt, drei stehen weiterhin offen. Und ich habe keine Ahnung. Warte mal, stimmt. Das haben wir letzte Folge gesehen. Hier ist irgendwo so, genau, so ein Meerjungfrauenstein. Den kann man doch mit Sicherheit in den Tod abschmeißen. Ja, wird das schon anvisiert. Sicher ein Juwel, oder? Ja. Juwelgeist, aber ein Juwel. Mit 120 Leben diesmal. Oh, verdammt. Er kann auch flüchten, ne? Das ist wie bei Geldgeizen. Die können auch flüchten. So, aufpassen. Ran hier. Einmal. Zack. Und dann haben wir ihn. Okay, das Rote. Fehlen noch die letzten beiden. Ich kann mir vorstellen, dass die in der Bucht hier sind. Oder hier habt ihr das auch mal. Habe ich auch schon in der letzten Folge jemand gesehen. Hier, genau, dass das so ein Wasserbug ist. Weil wir da zu viel Sand weggenommen haben. Ja, das Spiel hat noch einige Bugs, muss man echt mal sagen. Hat es vielleicht auch hier mit der Taube zu tun, das damit hier zu tun. Weil das hier von Maul letzte Folge aufmachen, aber nichts machen. Nichts. Aber warte mal, ich kann auch mit dem bestimmt auch die Käfige abschießen. Ich habe gesagt, ich kann auch bestimmt mit dir mit die Käfige abschießen, oder?
Ja, es bringt aber einen Scheiß. Wow. Ja, gut. Ist hier sonst irgendwas? Hier? Warte mal. Nee. Was zum Teufel? Ein Stein hier? Nee. Aber da hinten auf jeden Fall. Vielleicht findest du ja auch ein Juwel, ein verstecktes, aber ja. Sind ja jetzt nur Geld. Ja, genau. Nein. LOL. Let's all. So, gehen wir da rein. Geh da rein. Oder willst du da durch? Kommst du da raus? Geh mal da durch. Ey, du sollst da durchgehen. Was zum Teufel? Irgendwie muss er doch da reingehen. Irgendwie habe ich ja gerade kein Zielwasser getrunken oder so. Oder er hat keinen Bock. Du sollst da rein. Haben wir uns verstanden. Jetzt habe ich ins Wasser geschossen. Mit Bande. Das ist super. Wieder. Alter, was zum Teufel? Ich will da das Geld haben, wenn da schon kein Juwel ist. Ich verstehe es nicht. Ich spiele die ganze Zeit mit Bande, warte mal. Nee. Hä? Geh doch da rein. Was ist denn dein Problem? Geh doch da rein. Hol das Geld. So, das andere bist du nicht zu gebrauchen. Toads, ey, immer dasselbe. Warte mal, weiter weg vielleicht. Kann man irgendwas bei den Wasserfällen machen? Irgendwie funktioniert hier gar nicht. Ich weiß auch nicht. Ich werde jetzt aber auch nichts alles auf die Bugs schieben. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Aber wo soll ich denn hier noch was finden? Dafür gab es ein Juwel, das haben wir schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein Juwel drin ist. Oder ist hier noch irgendwas versteckt irgendwie? Bei der Bar da hinten vielleicht. Fehlt da irgendwas? Habe ich das so nicht schon. Oder habe ich das schon ausprobiert? Warte mal, was ist das hier? Oh. Moment, was ist das? Was zum Teufel ist das? Ich kann damit auch nicht interagieren. Hey, das ist hier irgendwie total unnötig. Weiß auch nicht. Das haben wir doch schon alles erfahren. Gibt hier irgendwie einen Zahn oder so? Wäre natürlich auch nice. Ist aber nicht. Hm. Das wäre ich ein geiles Rätsel gewesen, wenn da irgendwie ein Zahn oder so fehlt. Oh shit, ey. Das muss doch da irgendwie. Was zum Teufel? Er wird dann da unten zurückgeprallt. Wie? Warte mal, soll ich den von hier drüben da reinballern? Warte mal, das versuche ich mal. Hä? So eine Scheiße aber auch. Jetzt ist schon wieder. Oh. Jetzt, Will, bitte. Fuck me. Oh.
Finde nichts. Also die Welt ist echt, die Etage ist echt geil, aber mir vergeht so langsam die Lust, mich hier umzuschauen, weil hier die ein oder anderen Bugs auch noch am Start sind. Ja. Und das haben wir gelöst. Ja, da doch haben wir. Was könnte ich denn hier noch mit Toad machen? Hier kann ich nichts mit Toad machen. Zumindest sehe ich hier nichts. Warte mal, der Kronleuchter vielleicht? Kann ich dich damit abwerfen? Kann ich ihn mit dem Toad abwerfen? Ja, aber dann backt er wieder für eine gewisse Zeit, irgendwie kurze Zeit wieder fest. Also das soll auch nicht sein. Was zum Teufel? Ich glaube, wir brauchen ja auch wieder mal Juwelenhilfen. Anders kann ich mir das hier nicht erklären. Tut mir leid. Könnt ihr nichts anderes. Kann noch mal kurz an den Strand gehen da vorne. Ob da eventuell was ist. Mann, war ich da unten schon? Nein, doch, obwohl, da war ich schon, ne? Habe ich auch schon geguckt. Warte, nee, hier geht's gar nicht. Zum Teufel. Das muss doch irgendwas mit Toad zu tun haben. Da gibt's nur Geld. Was ein bisschen unnötig ist. Nicht ein Juwel gepackt. Nee. Es kann nur noch da irgendwas da draußen sein. Was anderes ist hier nicht. Warte mal, hier irgendwie. Nee. Zum Schiff? Oder wie jetzt? Andere Optionen sehe ich jetzt hier aber nicht mehr. Ist da noch was, was ich noch nicht gefunden habe auf dem Schiff? Wo rennst du hin? Er hat sich wieder aus dem Stage gebuggt. Was ist das hier? Kugelfisch? Hm. Warte mal, das Schild hier oben. Kann ich das abschießen? Ne. Verballere ich ihn nur wieder irgendwie in die Stratosphäre oder so. Kann ich mich hier am Seil entlang? Ne, kann ich nicht. Nö, keine Ahnung. Glaube ich muss das mit den Juwelsuchdinger da regeln. Anderen Sinn sehe ich hier nicht. Guck mal die Kanone. Nee, die ist nur Deko. Die ist eindeutig nur Deko. Aber die Kiste hier unten habe ich die schon. Weil die so versteckt aussieht. Aber die hier. Ist aber auch irgendwie ein bisschen simpel, ne? Ja. Wäre auch ein bisschen zu simpel.
Hier, daran haben wir schon gelenkt, ne? Nee. Geht das auch nicht? Nee, geht doch gar nicht. So. Hätte sein können. Hab ich schon wieder ins Weltall geschossen. Na gut, gut, dann hau ich ab. Dann habe ich auch keine Lust mehr. Mal die Kanonen. Hast du Bock mal als Kanonenfutter zu dienen oder so? Nee, da kriege ich ihn gar nicht hin. Nee, da kriege ich ihn gar nicht hin. Okay. Na gut. Jetzt das Spiel hier auslöschen. Ein paar Moneten raus. Geht kaputt. Manche gehen auch gar nicht kaputt, alles klar. Na gut, ja, dann hau ich ab. Oh, warte mal. Oder obwohl, eine Sache will ich noch überprüfen. Die Pyramiden. Alles klar. Die Palmen. Ist da vielleicht irgendwas? Außer Kokosnüsse. Wäre echt genial. Wenn ich irgendwie die Blätter runternehme, warte mal. Ohne dass ich tot einsauge. Wenn man alle Blätter wegnimmt. Das könnte eventuell sein, ich weiß es nicht. Wow. Bei dem jetzt gar nicht. Dann nicht. Vielleicht bei der kleineren hier? Ich hab da irgendwie so eine üble Vorahnung, dass hier irgendwo was ist. Ich weiß auch nicht, vielleicht täuschen mich da auch wieder meine Ideen. Aber es wäre das Einzige, was ich jetzt noch, ist auch wieder nicht. Aber es gibt ja auch irgendwie keinen Hinweis, ne? Da erinnert mich das so ein bisschen an Donkey Kong. Da gab's auch in so einer Palme so ein Puzzleteil. Da hat's dann aber geglitzert, also. Ich sehe jetzt hier nichts glitzern. Hier vielleicht? Nee. Nee, hier ist nichts. Ich geh hau ab. Keine Ahnung. Ich lasse mir da wirklich wieder helfen. Oder wenn ich nochmal die Leute. Mann! Dann soll ich das nochmal bimmeln. Ne. Das bringt nichts. Das ist. Warte mal. Der Mond. Ich sehe da irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich komplett blöd bin, aber ja, ich bin anscheinend komplett blöd. Ich sehe da irgendwas am. Entschuldigung. Ich sehe da irgendwas am Mond. Da kann ich jetzt hier irgendwie dich daran schießen. Nee. Da ist eindeutig irgendwas am Mond, aber ich weiß auch nicht, was ich da sehe. Ranschießen kann ich den dann zum Beispiel auch nicht. Nee, es geht nicht. Komm ran hier. Ja, dann gehe ich, komm. Dann kommen wir mal ein andermal wieder. Jetzt möchte ich doch eigentlich sehr gerne weitermachen. Oder erstmal halt den Toad zurückbringen. Das wäre erstmal eine gute Idee. Eventuell gehen wir dann mal kurz so, was hier geht runter und holen uns ein paar Suchhilfen. Für Juwelen. Und zum anderen müssen wir eh noch mal hierher zurück. Wegen dem Buhu. Der muss ja auch noch gejagt werden. Aber erstmal kommst du hier rein. Dann haben wir das schon mal fertig. Gibt es eventuell noch mal eine Sequenz mit Zauber Schreck eventuell? Ja, war klar. Langsam gehen die Ideen aus, oder?
ist das König Buu dann? Ja, das ist König Buu, okay. Oh. König Buu, es hat keine kleine Panne gegeben. Aber die Situation ist unter Kontrolle, wirklich. Wir werden Luigi schon bald gefangen haben. Ich bräuchte allerdings etwas mehr Zeit. Mit Olaf haben wir keinen Bock mehr. Jetzt haben wir nur Mario und Peach. Die fehlen noch. Was willst du jetzt noch damit machen? Wen hat er sich... Warte mal, wen hat er sich denn jetzt genommen? Er ist mit einem abgehauen. Ich schätze mal Mario. So wie er es klassisch gemacht hat. Mario haut er ab und Peach gönnt uns vielleicht noch. Okay. Die Toast sind jetzt allesamt gerettet. Fehlen nur noch Prinzessin Peach und Mario. Wurden sie wohl gebracht worden? Du wirst es herausfinden. Wir sind dem Ziel ein gutes Stück näher, Luigi. Okay. Es sind auch nur noch 3 Etagen zur Verfügung, ne? Die letzten 2 und dann die ganz oberste. Da, wo wahrscheinlich Sarah Spook ist. Oder, nee, Sarah Schreck. Entschuldigung. Die ganz oberste. Da, wo sie wahrscheinlich ihr da oben die Sequenz immer stattfindet. Bin mir ziemlich sicher. Aber sonst, wie gesagt, stehen auch nur noch 2 zur Verfügung. Es sei denn, die bringen jetzt wirklich noch 2 Hauptbosse, wo sie Mario und Peach... Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Mario oder so gibt es dann wahrscheinlich ganz oben... Eventuell schon wieder von König Buu. Also jetzt könnte es eventuell wirklich sein, dass König Buu schon wieder der Endboss ist. Ich weiß es nicht. Oh, Etage 3 kommt jetzt. Ja, eventuell 13 noch. Normale Etage und Etage 14. Letzte normale und dann da oben das Finale. Vielleicht. Das ist jetzt nur eine Theorie, aber... Wir haben eh noch was zu tun. Deshalb, ja, jetzt kurz nochmal zu B1. Im Übrigen glaube ich auch, dass in Prozessiges Speicher der seltene Geisterabteil, da kann es eventuell sein, da wir bisher immer noch nichts von denen gefunden haben, kann es sein, dass es das mit dem Wirrwarrturm zu tun hat. Kann es sein? Bei Luigi's Mansion 2 gab es auch so eine komischen, besonderen Geister, die man nur im Wirrwarrturm fangen konnte. So eine... spezifischen, also so eine Geister, die zwar wie normalen agieren und so, aber ein spezifisches Design haben und irgendwie besonders agieren. Ich weiß auch nicht, es hat auf jeden Fall was mit dem Wirrwarrturm gehabt, zu tun gehabt und eventuell hat es hier auch mit diesen seltenen Geistern mit dem Wirrwarrturm zu tun. Habe ich aber keine Ahnung. Der gelbe Tor ist da oben. Aber wir können auch mal kurz da nochmal einen Blick drauf werfen, was uns eigentlich überhaupt noch fehlt. Da habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen den Überblick verloren. Also ein Buu fehlt uns auf jeden Fall noch. Aber hier müssen wir alles haben, genau. Hier seltener Geister, hier fehlt es noch alles. Keine Ahnung. Bossgeister, was fehlt da eigentlich noch alles? 3 Bossgeister fehlen noch. Nein! Buu ist noch. Ich will mal sicherstellen, ob wir wirklich alle haben. Also die bislang zumindest. Ja, es fehlen noch die letzten 3. Also quasi der Dings hier und dann in den letzten 2 Etagen. Ich glaube, in der 15. Etage ist keiner. Würde ich jetzt zumindest sagen. Das ist die, der hier ist, den wir noch holen müssen und die beiden in den folgenden Etagen noch kommen und in den 15 keine, weil das finale Gebiet ist, oder die finale Etage, sag ich mal so. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Wie sieht's hier aus? Da haben wir alles, außer halt hier und in den Etagen, wo wir nicht waren. Aber es heißt doch, dass im Finale... Juwelen gibt. Also warum gibt es da keinen Buu? Das ist ein bisschen verwirrend. Auf jeden Fall hier noch 2 Juwelen und dann die letzten 3 Etagen. Ja gut. Dann schauen wir mal, was wir da so... Oh, wir... Hat... Warte mal, ich habe doch 5 Knochen. Warte mal. Kann man jetzt 10 Knochen haben? Zeig mal her. Oder habe ich...
Habe ich alle verloren? Nee. Hä? Oder habe ich keine 5? Nee, ich hatte ich noch 2? Eventuell 7? Bin mir nicht sicher. Können wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall gönnen wir uns das hier zweimal und hoffentlich kriegen wir auch das, was wir wollen. Aber ich schätze irgendwie nicht. Ich glaube, wir kriegen... Okay, einen haben wir. Das ist überhaupt 3. Was, 13 ist Fitnessbereich. Und da ist einer, ja, tatsächlich. Lol, Fitnessbereich. Das kann ja interessant werden. Das könnte ich mir noch als letzten wirklich noch vorstellen. Dann kommt hier nochmal ein großer Boss. Und dann hier der finale Boss. Hm. Also wie gesagt, so viel haben wir auch nicht mehr vor uns. Hm. Buhfinder. Da ist doch noch einer. Warum ist da 0? Wir haben nur noch einen zum Sammeln. Obwohl, nee, ich glaube, der wird erst freigeschaltet, wenn wir da hingehen. Noch einmal. Ich höre eigentlich schon, dass die beiden da haben. Oder vielleicht kommen wir danach nochmal wieder oder so, ich weiß ja nicht. Einmal würde ich jetzt sagen, versuchen wir es noch. Leider nicht. Ja gut, dann haben wir jetzt wieder 3 in den neuen Gebiet gespoilt bekommen. Ja gut. Weiter will ich jetzt nicht mehr versuchen. Dann gehen wir erstmal zur neuen Etage und dann gucken wir später nochmal. Oder beziehungsweise... Ein Juwel haben wir gezeigt bekommen. Das ist in der Eingangshalle. Da können wir mal gucken gehen. Aber haben wir nicht da noch schon mal ein Juwel bekommen? Also ist mir da echt erzählen, dass da 2 sind. Teufel. Na, wenn du meinst. Da will ich jetzt mal kurz gucken gehen und bevor wir zum Fitnessstudio gehen. Ein bisschen trainieren. Und tatsächlich, ich sehe es gerade oben. Wir haben 10 Knochen. Wow. Also man kann es auch übertreiben, ne? Also jetzt ist, glaube ich, Schwierigkeit auf 0 gesunken, glaube ich. Wow. Okay, und wo soll hier bitte noch ein Ding sein? Warte mal. Kann ich hier umdrehen? Nee. Scheiß, wo soll denn hier noch was versteckt sein? Das geht nicht. Na, in der ersten Folge, oder beziehungsweise als wir das erste Mal hier waren, da haben wir uns eigentlich hier schon umgeschaut. Also, beziehungsweise da haben wir ein Juwel bekommen von diesem Schiff hier, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Oder nur Geld? Doch, ich kann mich doch erinnern, dass wir dafür ein Dings bekommen haben. Juwel. Ich bin ziemlich sicher. Warte mal, der Teppich. Nicht. Hätte sein können. Das hätte echt sein können, weil er so rumliegt. So. Warte mal, das haben wir schon gemacht. Teufel. Ohne Scheiß, wo soll denn hier bitte noch was sein? Haben wir doch eigentlich alles auseinandergenommen. Die Kasse da drüben haben wir geguckt. Da war glaube ich ein Juwel drin, stimmt. Hier ist ein goldener Fisch drin. Hm. Bin mir nicht sicher. Ist irgendwas Verstecktes noch drin gewesen? Nee. Hier noch irgendwas. Auch nicht. Warte mal, hier. Nee. Das sieht gerade so aus, als ob man daran ziehen kann. Nee, das kann man nicht. Ey,
Ohne Schild, ich weiß es nicht. Irgendwas wieder mit Luigi oder was? Wäre nicht das erste Mal, dass man mich mit Luigi verarscht. Aber ich kann mir auch nicht irgendwie vorstellen, was man hier mit Luigi machen könnte. Irgendwie die Bilder oder so? Pusten? Warte mal. Kann man die Dinger wegschneiden? Nee, kann man nicht. Ja, abschießen kann man die Dinger ja auch nicht. Diese Lampe haben wir schon alles durchprobiert. Da oben war ein Fisch drinne. Warte mal, Luigi, guck du mal noch mal da drüben. Wie gesagt, da waren wir eigentlich schon. Wie gesagt, da haben wir ja schon die Kasse und sowas alles untersucht. Aber da war nicht, soweit ich weiß. Das ist halt höchstens doch halt in der Kasse halt ein Juwel, aber das haben wir ja schon. Da war auch kein Juwel drin. Aber ich kann mich doch erinnern, dass hier irgendwo... Ja, unter dem X, glaube ich, oder? Dann war da das. Dann kann es ja wirklich nicht sein. Stimmt, ja, doch, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Wir haben uns hier gewundert, dass hier nichts ist. Aber das heißt doch, es muss hier doch irgendwas sein. Hä? Keine Ahnung, warte mal. Gib mal das Teil her. Kann ich damit vielleicht irgendwas abschießen, irgendwie? Zum Beispiel den Kronleuchter da oben. Das haben wir schon mit dem Tor versucht, aber es ging nicht. Geht auch dieses Mal irgendwie nicht. Kann ich damit die Fässer abschießen? Das hätte ich eventuell mit Toad ausprobieren müssen. Aber ist jetzt auch zu spät, aber damit geht es auch nicht. Also eventuell ging es mit Toad auch nicht. Die Kugeln? Nee. Was mache ich hier für eine Scheiße, ey? Das Bild? Fuck. Womit muss es doch sein? Warte mal. Die Dinger kann ich abschießen. Warte mal, ist da ein Juwel drinne? Nochmal, da sind noch mehr. Kann man nicht sein. Nein! Warte mal, ist es... Grün, warte mal, haben wir das Grüne schon? Wir haben das Grüne schon, verdammt. Das hätte eventuell damit zu tun haben können, dass es grün war. Aber das Grüne, wir haben wir schon. Mist. Oh, was war hier denn überhaupt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein Juwel drin war. Warte mal. Es ging ja so hier. Beiden saugen. Okay, okay. Oder irgendwie so. Achso, ja. So. Ja. Dann gab es hier ein Juwel. Jetzt war das Blaue war es. Irgendwie habe ich das üble Gefühl, dass es irgendwas mit dem Globus zu tun hat. Ich weiß auch nicht. Nee. Es sah für mich kurz so aus, ob man das anvisieren konnte, aber nee. War auch nicht. Warte mal, der Anker hier. Auch nicht. Komm mal her. Es sah gerade so aus, als ob der in den Dings drin gebackt ist, in die Bar. Warte mal. Warte. Hier drin, oder? Aber habe ich das nicht vorhin auch schon probiert? Warum geht es jetzt plötzlich? Okay. Anscheinend habe ich es nicht probiert, denn hier ist nur wir drin. Hier haben wir das. Okay.
Das letzte ist da noch irgendwie noch mehr Geld drin. Ja, eine Perle. Ja, cool. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, gut, da haben wir das Wesen schon mal. Und das letzte müssen wir gucken. Würde ich sagen, nutzen wir die letzten 10 Minuten und gucken uns da im Fitnessstudio um. Ja, warum auch nicht? Auf Fitnessbereich. Etage 13. Mal schauen. Aber ich würde sagen, dann ist das halt der wirklich letzte normale Bereich. Dann in Etage 14 erwartet uns noch der letzte Hauptboss für Peach eventuell. Und dann Etage 15 ist dann das Finale. So würde ich das jetzt sagen. Okay. Lol. Okay, oh! Hey, das ist ein Juwel! Gib mir das Juwel! Yay! Eine Hantel, okay, cool. Nehmen wir mit. So. Warte mal, konnte ich das nicht hier... Das sah so aus wie so ein Dings hier, was man da... wo man den Saugnapf dran machen konnte. Kanal 3 läuft Musik, die perfekt für den Trainingsraum geeignet ist. Was? Kanal 3? Was zum Teufel? Muss das heißen? Das ist irgendwie ein Tipp oder so? Hm. Kann ich damit interagieren? Nö. Da irgendwie hier irgendwas versteckt ist. Ja, was versteckt ist. Achso, ein Geldsack. Okay. Jede Menge Geld, also. Zack. Danke dafür. Nur schon mal das. Da oben liegt Geld rum. Eventuell da oben auch. Nein! Wird sich damit interagieren. Okay, gut. Nee. Na okay, gut. Gucken wir weiter. Hier ist ein Juwel. Was denn hier? Rezeption oder was? Ja, ich glaube, das ist die Rezeption. Muss man sich anmelden. Und schon die letzte Zeitung willst du nicht oder was doch? Oh, Alter, was ist hier drin? Ganz schön viel Scheiße. Das ist eine Vase. Zack. Oh, warte, hier. Wir können die Rezeption wieder auseinandernehmen. Oder auch nicht. Wir können einfach nur gucken, was da drin ist. Hm. Ein paar Tücher. Mal frischen. Frischungstücher. Wenn nicht. Okay, gut, da kommen halt nur wieder Scheine raus, aber wenn nicht. Sind Erfrischungstücher ja auch noch. Was ein Duft oder so. Waschbecken. Strapazieren irgendwie oder so. Warte mal. Ne, damit interagiert man mit der Tür, warte mal. Alles? Wow, wie unnötig. Aber hier muss es irgendwas geben. Warte mal, hier, das hier sieht so auffällig aus. Tatsächlich. Oh. Okay, jetzt aber nicht das Juwel. Das heißt, da muss es irgendwas anderes geben noch. Was steckt es? Ja, okay, gut. Die Bümmel. Ja, anscheinend nicht besetzt die Rezeption. Dann schauen wir mal, ob da jemand kommt, wenn wir bimmeln. Hallo? Vielleicht ein Juwelgeist? Das wäre cool, wenn irgendwie ein Juwelgeist kommt. Hallo? Bereit für mein Training?
ein Scheiß. Wofür habe ich das jetzt freigesetzt, wenn hier nichts passiert? Tatsächlich! Ja, da ist er! Cool! Was zum Teufel, ich kann den Prozessionstisch kaputt machen. Habe ich aber jetzt nicht geschafft. Na gut. Gäbe es bestimmt auch nur Geld für. So wie ich das sehe. Okay, gut, dann haben wir hier das Juwel, dann können wir hier mal kurz gucken gehen. Was zum Teufel? Okay. Oh, da geht's zum Schwimmen. Ist so ein. Oh, hi. Achso, dafür zeigt der Pfeil dann. Achso, okay. Dafür gibt der Pfeil den Hinweis. Sehr gut. Da drin. Drei Perlen. Oh ja, cool. Das ist nice. Oh, tatsächlich so ein Sportbad. Oh, da kommen wir leider nicht rein, weil dort alles verbarrikadiert ist. Alles klar. Und hier? Ist ja auch irgendwas? Oh, Key. Ach so. Hä? Was war denn das? Ach du Scheiße. Das ist der Bossgeist. Okay. Wow. Alles klar, hi. Wir haben ihre Brillen am Start. Kommt ran hier. Nein, was zum Teufel? Oh, ich habe den Schreckgeist erwischt, lol. Bam. Okay, gut. Wo ist der Schreckgeist? Okay, hinter mir. Nein. Na gut, dann erstmal du. Könntest du. Komm ran jetzt hier. Okay, da. Nein, aua. Aber hab dich. Warte mal hier. Ey, wieso kann. Oh, okay, hier gibt's den Ski. Aber wieso konnte ich jetzt den Tisch nicht weiter kaputt machen? Hm. Geht er nicht kaputt oder was? Glaube ich irgendwie nicht. Na egal. Da kann man wahrscheinlich. Man kann ich ihn weiter bimmeln? Ja, kann ich. Wird aber keiner kommen. Na gut, dann gehen wir weiter. Schauen wir mal, ob es noch so alt gibt. Oh, hi da. Die sieht sich gerade einer ein, alles klar. Hey! Ich hab dich gesehen, wie du da reingekommen bist. Reingegangen bist. Bam! Und mit so kleine Viecher, ey, die kannst du dir echt sparen. Die sind einfach total unnötig. Also wie gesagt, weiterhin sind die meiner Meinung nach die unnötigsten Geister. Weil die einfach nichts können. Übelst leicht zu fangen und. Ja, machen auch nur 5 Schaden, von daher mega unnötig. Können zwar in manchen Situationen nervig sein, aber ja, da du sie halt auch sehr schnell los wirst, absolut kein Problem. Aber ich glaube, aus dem anderen Sinn haben sie sie auch nicht eingepackt, außer zum Nerven. Nicht das erste Mal. Sag nur Buhus aus Luigi's Mansion 1. Die waren auch nervig wie Sau. Ist recht die mit den 300 Leben. Die waren echt übel nervig. Armschale. Kann ich gleich verpissen. Muss hier irgendwas. Was fehlt irgendwie? Hm.
Warten wir nochmal. Komm, warte mal, hier ist irgendwas, oder? Nee, das ist zum Einsaugen, ach so. Hier sind noch ein paar Tücher. Handtücher. Was ist hier unten? Nichts. Was ist das hier? Also sind Sandalen, ach so. Kann ich hier noch mit interagieren oder so? Okay, anscheinend nicht. Ah, und zweiter Weg zum Dings, zum Bad. Zum Freibad. Nee, nicht zum Freibad, zum Sportbad wohl eher. Warte mal, hier, mit dem Teppich kann ich interagieren. Ja. Luigi. Okay. Was gibt's denn hier? Okay. Alter, sind Handschuhe hier, wie ist das? War das Baseball? Der Baseball war es. Ah! Geht da rein. Okay, ich muss die da rauslocken. Ja, auch richtig schön bedienen, ey. Da unten. Da unten. Ja. Kommen da alle da unten raus, wie es aussieht, der Rest. Komm. Goldbarren. Jetzt. Noch Luigi und die restlichen lockst du da bitte weiter hoch. Da sind sogar noch zwei. Alle Mäuse in Umkleide erlegt. Oh, cool. Haben wir heute mal Rattenbekämpfung gespielt oder Mäusebekämpfung, Schädlingsbekämpfung haben wir jetzt gespielt, so sagen wir es mal so. Aber ist hier noch was anderes, wie zum Beispiel hier? Ach so, Geld, ja okay. Genauso wie der ganze Rest hier, bringt alles Geld, ja okay. Nehme ich auf jeden Fall mit. Und wieder so wieder raus. War das hier? Komm. Oh, hi. Am Trainieren gerade. Okay. Aua. Warte mal, hier ist irgendwie der Boden im Arsch. Warte mal. Kann ich den jetzt wegnehmen? Nee, warte mal, hä? Ey! Schloch. Hier kann ich gegen die kämpfen. Ich komme ja auch nicht mal raus, verdammt. Schlag mal hier gegen. Das ist, nein! Lass mich doch nicht von denen killen. Ja, jetzt, der ist gar nicht schon mal den. Hä? Wo kommt der? Hä? Betrug! Vollkommener Betrug, Alter. Was zum Teufel? Hä? Kann ich den jetzt denn wegnehmen? Ich verstehe es nicht. Und ich kann ihm auch nicht ausweichen. War doch jetzt so. Es geht nicht, es geht nicht. Ich lasse mich von solchen Lappen killen. Aus solchen tun. Ich komme hier nicht raus. Ich kann hier nicht einfach umgehen. Und töten kann ich die nicht. Hä? Irgendwie muss es ja einen Trick geben, also. Aber anscheinend finde ich den mal wieder nicht. Der Saugnapf bringt irgendwie nichts. Ne, es bringt alles nichts. Kann ich mir selber so ein paar Hanteln nehmen? Nee, kann ich nicht. Hat das irgendwas mit dem Boden hier zu tun? Kann ich mir den Sandsack nehmen? Nee, kann ich nicht. Lass ich mich auch wieder nur schlagen. Kann ich mir hier so eine Hantel nehmen? Die kann ich nicht. Hier ist schon wieder plötzlich wieder irgendwie eine neue. Keine Ahnung, wo er die hat. Kann ich ihn irgendwie anleuchten oder so?
Da, warte mal, da ist irgendwas Verstecktes. Lass mich mal kurz in Ruhe. Das ist außerhalb des Raums. Hä? Was soll ich denn tun? Kann... Ich hab keine Ahnung. Ohne Shit. Ich kann die nicht schocken. Ich kann die nicht... Ich kann nichts machen. Ich kann wortwörtlich nichts machen. Warte mal, das Waschbecken. Ja, das Wasser bringt mir auch nicht, nicht. Oder sollen die sich alle gegenseitig bekämpfen? Warte mal. Zum Teufel? Hä? Luigi, kannst du irgendwas machen? Hä? Das bringt alles nichts. Was soll ich denn machen? Das hier? Das hier? Ja, 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 ja. Jetzt habe ich einen. Gab's nicht Herzen? Warte mal, da kam doch gerade im Herzen raus. Oh, was habe ich denn gerade gemacht? Ich glaube, den muss ich abwerfen lassen, oder? Der muss den anderen abwerfen. Oder auch nicht. Ich bin schwer tot. Okay, ich werde, glaube ich, werde gut, dass ich die 10 Knochen habe, denn ich glaube, jetzt machen gehen jetzt ist keine Gnade mehr dem Spieler. Jetzt ist keine Gnade mehr. Jetzt machen sie wirklich die brutalsten Kombinationen. Zumindest sind eigentlich Lappengeister, die haben nur krasses Equipment am Start, was ich gegen was ich irgendwie nichts machen kann. Weil trotz allem, wenn ich den hier abwerfen lassen will, was irgendwie auch nicht so ganz funktioniert, ja, schlägt er mich die ganze Zeit, also ich krieg die ganze Zeit Schaden. Warte mal. Warte mal, vielleicht muss ich ihn die ganze Zeit schocken und ihn werfen lassen. Werf! Werf doch jetzt! Warte mal, komm mal hierher, komm mal hierher. Komm ein bisschen näher ran. Werf! Werf jetzt, komm! Ja! Okay, ich glaube, so muss man es machen. Ja, und jetzt kann man den einfangen. Gut, okay. Ich glaube, das soll der Hinweis dann für den Style auf dem Boden sein. Ansonsten sehe ich da jetzt nicht, dass man das auf dem Boden da sieht. Ich glaube, der wirft halt nur hier drauf die ollen Dinger dahin. Zum Trainieren. Warte mal, da ist er. Ja, hier ist er. Ja, okay, gut. Oh, Alter. Habe ich es irgendwie doch noch aus dieser Situation irgendwie noch rausgeschafft. Aber nicht einfach. Also wie gesagt, jetzt machen die echt keine Gnade mehr mit den Spielern. Und ich würde sagen, das wird auf jeden Fall spannend in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, was ist, was wollt ihr beim nächsten Mal jetzt weiter bei Luigi's Mansion 3. Bis zum nächsten und ciao.